Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie, herzlich willkommen zu diesem Video zweiter Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. Es ist bereits dazu der neunte Teil. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Und zwar heißt es Grad deutscher Härte. Erinnert euch bitte an das Video über Wasserhärte und was ich euch zu diesem Thema gesagt habe. Erinnert euch daran, dass die Wasserhärte durch den Gehalt von Calcium- und Magnesium-Ionen ausgemacht wird. Wenn wir keine oder wenig Calcium- und Magnesium-Ionen haben, links 0 Mol pro Liter oder ganz wenig Millimol pro Liter, so spricht man von weichem Wasser. Wenn man viel Calcium-Ionen im Wasser enthalten hat, in der Größenordnung von etwa 10 Millimol pro Liter, dann handelt es sich um hartes Wasser. So kann man Wasserhärte einteilen. Aber es gibt noch eine zweite, klassische Möglichkeit. Es wird versucht, sie aus den Chemielehrbüchern zu verbannen. Aber das gelingt nicht. Und außerdem hat sie in der Praxis noch eine relativ große Verbreitung. Deswegen möchten wir darüber sprechen. Es handelt sich um das Grad deutscher Härte. Ein Grad deutscher Härte, klein d. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com